Leute, willkommen zu Vlogmas-Tag Nummer 23 und ich dachte, das wäre ein toller Anlass, um euch heute mal mein Spirit Animal vorzustellen. Und zwar ist das meine Katze Prinzessin Mia. Ihr habt sie ja schon in manchen Videos gesehen und ich erzähle immer gar nicht so viel über sie, aber eigentlich ist Katze Mia mein Spirit Animal, weil sie ist, glaube ich, mir ziemlich ähnlich vom Charakter. Und ich habe sie jetzt seit 8,5 Jahren ungefähr und sie ist meine ganz große Liebe sozusagen. Ich bin eigentlich kein Katzenmensch, sondern mehr der Hundemensch und Pferdemensch. Aber Katze Mia ist da definitiv eine Ausnahme. Meine Eltern hatten früher immer eine Siamkatze und dann hatten wir ganz lange gar keine Katze, sondern immer nur Hunde. Und dann habe ich studiert und ich habe in Gießen studiert und ich habe mich unheimlich einsam gefühlt und dann ist Katze Mia quasi zu mir gekommen und zwar habe ich von Freunden von mir, die hatten auch eine kleine Reitanlage und die hat mich angerufen und hat gesagt, sie hätten Katzenbabys und ob ich gerne eins haben möchte. Und dann habe ich erstmal gesagt, ja klar, ich komme mal vorbei. Und dann bin ich vorbeigefahren und das waren aber nicht nur normale Katzenbabys, nein, sie waren so klein, die waren ungefähr erst 10 Tage alt, hatten gerade erst die Äuglein offen, also noch nicht mal richtig, sie waren noch so halb geschlossen, die Äuglein. Und die Mutter wurde vom Auto überfahren und dann haben die mich gefragt, ob ich eins haben möchte. Und dann habe ich natürlich sofort ja gesagt und das war dann Katze Mia. Und ich habe sie dann immer vorne in meiner Pullitasche mit mir rumgeschleppt und habe sie mit der Flasche großgezogen. Habe sie immer mit in die Uni genommen und überall, bin mit ihr Zug gefahren. Wenn ich nach Hause gefahren bin, habe ich sie einfach in der Tasche mitgenommen und so. Sie ist halt echt mega cool, aber Katze Mia mag keine anderen Katzen. Sie mag nur Hunde, weil ich glaube, sie denkt, sie ist ein Hund, weil sie mit Hunden aufgewachsen ist. Und Katze Mia mag auch keine anderen Menschen. Sie mag nur mich und meinen Mann und sonst niemand. Es tut mir leid, dass heute das Licht ein bisschen doof ist, aber ich filme heute mit Tageslicht. Und wie gesagt, sie mag halt nur andere Hunde und mich und meinen Mann. Und jetzt kommt sie auch gerade. Ich zeige sie euch mal. Katze Mia. Guck mal. Warte. Da ist sie. Das ist Katze Püpel. Jetzt wird sie gerade vom Hund geputzt. Da, von Disney. Also wie gesagt, sie liebt Hunde. Mag keine Menschen. Sie hat auch, als wir im Urlaub waren, unsere Katzenzitterin nicht mehr reingelassen. Und meine Mama musste kommen. Weil meine Mama mag sie auch ein bisschen. Nicht so doll, wie sie mich mag. Und einen Mann, aber meine Mama geht auch. Und dafür ist Katze Mia halt sonst wirklich super gechillt. Sie klaut nichts vom Tisch, sie frisst nur ihr Katzenfutter, sie schläft jede Nacht bei mir im Bett an meinen Füßen. Und sie ist einfach super easy peasy. Sie bleibt ganz toll alleine, macht nichts kaputt. Also wie gesagt, Katze Mia ist mein Spirit Animal. Ich habe auch ein T-Shirt, auf dem steht, My Cat is my Spirit Animal. Und das stimmt definitiv. Und ich dachte, ich zeige euch zu Weihnachten oder einen Tag vor Weihnachten auch nochmal meine kleine Prinzessin. Und ich liebe meine Katze wirklich unendlich dolle. Und schreibt mal in die Kommentare, was ist euer Spirit Animal? Ich weiß, viele hätten vielleicht erwartet, ein Pferd ist mein Spirit Animal. Nein, mein Spirit Animal ist Katze Mia. Und ich dachte übrigens zuallererst, es wäre ein Junge und sie sollte Romeo heißen. Sie hieß auch 2 Tage Romeo, bis ich aufgeklärt wurde, dass 3-farbige Katzen eigentlich wohl immer Weibchen sind. Und dann habe ich an dem Tag plötzlich Prinzessin geguckt mit Anne Hathaway und dann habe ich sie Prinzessin Mia genannt. Und deswegen heißt sie Prinzessin Mia. Ja, ich hoffe, dieses ganz kurze kleine Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt noch pünktlich hochgeladen, weil ich habe es euch eben bei Instagram gepostet. Ich habe Granadas Verletzung jetzt gefunden und das hat alles ewig gedauert, das zu behandeln, weil es schon richtig ekelhaft war. Es war schon richtig versteckt. Also ich hatte ja gedacht, es wäre an den Beinen und habe alles abgesucht und habe nichts gefunden. Und jetzt war es aber doch weil unter der Decke quasi total versteckt, total doof. Und man hat es auch wirklich nur gesehen, wenn man genau hingeguckt hat, richtig, richtig blöd. Aber ich habe zum Glück noch alles da gehabt, aber ich musste das halt behandeln und machen und dann wollte ich natürlich auch noch ein bisschen Zeit mit der Grani verbringen und ja, eine Sekunde. Disney, Hundebett, Hundebett. Und jetzt zum Abschluss ist die Katze Mia auch noch auf den Schoß gekommen und schnurrt ganz dolle. Gott, bist du süß, Katze Mia.
Wenn die wüssten, wie du zu fremden Leuten bist, nicht so süß. Ja, das ist auf jeden Fall mein Spirit Animal. Ich finde, wir passen auch unheimlich gut zusammen. Sie hat auch immer so ein bisschen den Psycho-Blick drauf. Und ich liebe sie wirklich sehr. Ich kann mir ein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Sie ist schon so oft mit mir umgezogen und überall, keine Ahnung, in Urlaub gefahren und so. Sie ist einfach mega cool. Und ich kann echt nur sagen, my cat is my spirit animal. Und auch wenn ich immer gar nicht so viel über sie erzähle, aber sie bedeutet mir wirklich unendlich viel. Und mein Mann hat gesagt, mein Weihnachtsgeschenk, was ich ja morgen bekomme, hätte auch was mit Katze Mia zu tun. Und ich erzähle ihr jetzt jeden Tag, sag ich mal, Katze Mia, wir kriegen ein Weihnachtsgeschenk. Und wir versuchen schon immer rauszufinden, was es ist. Also ich habe gefragt, ob Katze Mia und ich in Wellnessurlaub fahren. Das ist es wohl nicht. Dann habe ich gefragt, ob es etwas ist, was Katze Mia und ich zusammen benutzen können, und er meint vielleicht. Ich bin gespannt und ich werde euch erzählen, was es ist und was es mit Katze Mia zu tun hat. Ja, und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen anders war als die anderen, aber es ist ja Vlogmas und morgen ist der allerletzte Tag. Morgen kommt es zum Gewinnspiel und zählt die Herzchen, und dann sehen wir uns morgen beim letzten Vlogmas-Video, und ich hoffe, ihr habt morgen ganz tolle Weihnachten, falls ihr morgen das Vlogmas-Video nicht anguckt, und habt ganz viel Spaß mit euren Familien. Ich wünsche euch ganz viel Gesundheit und Freude und eine tolle Zeit, und ja, fahrt ihr an Weihnachten zu euren Pferden. Ich bin morgen natürlich bei meinen Pferden und werde noch ein Video für euch drehen. Und ja, dann sehen wir uns morgen im Gewinnspielvideo, falls ihr morgen einschaltet. Sonst in den nächsten Tagen. Das ist übrigens Disney, die gerade ans Stativ haut. Und ja, Merry Christmas! Ciao!